Ja, ich wünsche euch also herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Implements of Hell, einem, ich weiß nicht, PT-ähnlichen Spiel. Ja, es geht in die Richtung, aber es ist auch teilweise verstörend zwischendurch. Also hat so ein paar verstörende Parts. Ist vielleicht nicht für jeden was, also wenn ihr ein bisschen empfindlich seid, schaltet besser ab. Ansonsten viel Spaß. Flackernde Lichter können natürlich auch drin sein. Ist ja immer bei Horrorgames, ne? Also wenn ihr da empfindlich seid, wäre das auch nichts für euch. Ansonsten habe ich eigentlich nur Screenshots gesehen. Von daher, und ein bisschen Text gelesen. Von daher hoffe ich mal, es wird ganz gut. Mal sehen. Und mal kurz reingeguckt, dass auch technisch alles läuft. Es gibt mehr, als dass das Auge sieht. Versuch reinzuzoomen. Okay. Das ist ja mal ganz was Neues. In so Horrorspielen. Ah ja. Die Tür. Ja. PT? Alles klar. Bisschen dunkel? Oh, wenigstens haben wir hier einen Tisch oder eine Bank oder so. Können wir uns da verstecken? Ist das ein Sim? Was ist das? Ah, sieht aus wie so ein Dreieck mit so Kreisen drin. Und ein Kreis außenrum. Keine Ahnung, ob das... ob das irgendwas... Hexenmäßiges ist. Ah ja. Okay. Willkommen in meinem endlosen Zuhause. Na, mal sehen. Ach, es ist nur Chuck, der sich hinter der Ecke versteckt. Alles klar. Gut, hier ist auch noch einer. Ah, sieht aber ganz schön aus. Ach, guck mal, jetzt das Symbol wieder. Ruhe da hinten. Komm gleich. Zuerst lesen. Ich kann es nicht lesen. Opferzirkel aus Blut. Okay, ein Opferzirkel. So sieht das aus. Old man refuses to accept that his wife died. Ein alter Mann will sich nicht eingestehen, dass seine Frau gestorben ist. Mann, was ist denn hier los? Was ist das? William Dean, the leader of Vinclusum, says Vinclusum is not a cult. It's following the teaching of God. To appreciate and remember our loved ones. Okay, es ist kein Kult, sondern es folgt den ja, Lehren von Gott, um sich an die zu erinnern, die man liebt. Okay, ansonsten steht da noch sehr viel Text. Sehr viel Text. Ich weiß nicht, ob ich das alles wirklich lesen soll. Ihr könnt ja lesen. Aber es ist jetzt wirklich sehr viel englischer Text. Wir versuchen es auch mal so hinzukriegen. C1 Raven for luck, 2 for joy, 3 for girl. Oh, okay. Ein Rabe für Glück, 2 für Spaß oder Vergnügen und 3 für ein Mädchen. In der Reihenfolge. So, was ist hier los? Haben wir eine Taschenlampe? Leider nicht. Okay, da hinten ist eine Tür auf. Nur mal gucken, ob wir hier reinkommen. Scheinbar nicht. Oh, ist schon echt, es ist eine schöne Uhr. Es ist wirklich dunkel hier. Hallo? Was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Ja, wir sollen uns alles angucken. Das mache ich natürlich. Entdecken wir irgendwas? Können wir hier irgendwas nehmen, machen? Keine Ahnung. Ach. Hier schon wieder. Okay. Gut, gut. Zweite Chance, nochmal die Zeitung zu lesen. Gucken nochmal drauf. Hopes and dreams were dashed that day. Ah, okay. Also ich schätze mal, so grundlegend handelt das davon, dass vielleicht... Das Knatschen ist echt nervig. Dass, hier die Geschichte von dem Mann, der seine Frau verloren hat. Na, hat vielleicht ein Ritual gemacht. Ja, das passt, ja, das könnte passen. Hier steht noch das Gleiche. Okay, wir gehen mal weiter. Ich würde gerne, aber du schaffst mich nicht mehr. Ich glaube, mir hast du mir
Ich will da nicht hin. Aber hier ist auch eine Tür auf. Gehen wir mal hier hin. Das ist derselbe Scheißraum, nur spiegelverkehrt. Oder nicht? Ich kann nichts Ungewöhnliches hier entdecken. Ah, jetzt liegt die Zeitung am Boden. Okay. Letzte Chance, die Nachrichten zu lesen. Sonst sieht es aber wieder ordentlicher aus hier. Hm? Babe, mach das nicht mit den Augen. Mach das nicht mit den Augen. Babe. Kannst mich mal. Joey. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es hier irgendwie unterschiedliche Enden gibt oder so. Meine Lampe ist weg. Ein Dieb. Zeitung auch. Babe. Das ist nur ein Nachthemd. Babe, Babe! Babe, no. Oh, ich versuche sie mal komplett zu vermeiden. Warum steht hier eine Leiter? Letzte Chance, diese Nachrichten zu lesen. Babe. Oh gut, Babe ist weg. Was? Ich war nicht schnell genug. Vielleicht. Vielleicht ist aber auch egal. Meet a girl. Ja, Arschlecken. Das habe ich mir anders vorgestellt. Dear God, take me as a sacrifice for my gratitude and love, and bounce in me the souls of the loved ones, where they can stand with us forever. Ja, die Tür nehme ich. Die ist auf. Alles klar. Was ist hier los? Schrecklich, was heute so am Radio läuft. Hm. Okay. Nice. Ausgerutscht. Nein, Spaß. So, letzte Chance, die Zeitung zu lesen. Okay. Babe. Ja, ich weiß. Wieder so Petit-Game. Playable Teaser. Ihr wisst schon, damals zu Silent Hills. Ne? PlayStation 4 only. Ich hab's nie gespielt, das Original. Weil ich einfach dann noch keine PlayStation hatte. Okay, müssen wir irgendwas anderes machen? Weil wir gehen immer wieder durch die rechte Tür. Müssen wir uns irgendwas Besonderes, Bestimmtes ansehen? Oder so. Warte, vielleicht muss ich dem Blut folgen, aber ich habe. Das Blut geht schon nach rechts, ne? Hier ist kein Blut. Was? Besser Arm ab als Arm dran, sage ich immer, ne? Okay, das ist alles so geplant.
Eigentlich bietet das Spiel noch mehr. Ich bin gespannt. Also es wird nicht so ein 0815 PT, ne, sondern es soll besser, also noch besser werden. Es soll auch noch was anderes sein. Na, mal gucken. Ja, ein bisschen Zeit. Hey, hey. Hallo? Was ist das? Mein Gott! Ist das der Mann und seine Frau, Pedro? Ich habe auch bald so ein Bart. Ich bin hier, ne? Ich lass hier wachsen. Versuche ich zumindest. Um so einen schönen Kaiserbart wachsen zu lassen. Aber naja, mal sehen. Meistens halte ich nicht lange durch. Okay, warte mal. Müssen wir jetzt rechts oder links? Ich glaube hier. Dann halt. Okay. Gut. Warte mal, hier geht. Das Blut geht in die Tür. Das Knatschen macht mich ja ganz irre. Was soll man? Wir müssen irgendwas machen. Pedro, sag mir, was ich tun soll. Ah, rechts. Einfach ins Dunkle. Es zeigt nach rechts. Aber ich sehe hier nichts. Es ist einfach zu dunkel. Da ist das. Ah, ein Radio. Oh! Das ist mal. Oh. Das ist mal dunkel. Irgendwas klackt doch hier. Was meint er mit rechts? Was gibt es hier? Ich sehe ja nichts. Was meinst du? Oder zeigt es auf den Bauch? Hat sie dein Baby drin gehabt? Da ist. Warte mal. Stopp! Da ist ein. Was? Hä? Warte mal. Was? Ach, wir sollen da gucken. Aber was ist da? Ein Bild? Eine Kette? Das ist ja cool. Ah, wir zoomen rein und können Sachen sehen, die wir normalerweise nicht sehen. Stehen wir irgendwo an einem Geländer? Gott, es ist so dunkel. Okay. Darf ich jetzt irgendwo rein? Haben wir das Geheule angehört? Darf ich jetzt als Belohnung hier irgendwo rein? Ah, hier, guck mal. Natürlich das Badezimmer. In jedem guten PT-Spiel müsste man jetzt hier die Taschenlampe bekommen. Okay. Ja. Okay. Das ist verwirrend. Was leuchtet hier? Hier blinkt was. Ach, einfach nur du da oben. Es ist einfach zu dunkel. Darf ich wieder raus? Ah, okay. Na, das war ja ein Rundgang, wa? Badezimmer. Babe. Ich wollte das nicht so, Babe. Sollen wir zusammen die Zeitung lesen? Puh, Glück gehabt. Die wird mich jetzt bestimmt nicht erschrecken. Okay, wir haben mehr Licht. Hier ist wirklich so eine Art Veranda. Ah. Ein Zahlenschloss. Verstehe.
Ich muss einen Code finden. Ich 11-3 vielleicht? 11-3-6? 11-3-6? Oder vielleicht was anderes? Ja, 11-3-6. Na sowas. Oh. Okay. Wanted to eat alive. Cut her to small pieces while she screams to death as pain washes all of her senses. I wrote a recipe and made a stew out of nose and ears. It was delicious, with chopped carrots, potatoes and onions. Okay, er hat sie zerstückelt, während sie lebte, um daraus eine Mahlzeit zu kochen. Sie war köstlich, mit Karotten, Möhren und weiß ich nicht. Recipes. Hide. Hide? Verstecken. Okay, müssen wir jetzt kochen? Carrot Stew. Two potatoes. Also zwei Kartoffeln, zwei Karotten, eine Zwiebel, ein paar Ohren und eine Nase. Zwei Stücke von Fleisch. Okay. Ja, das meinte ich damit, dass es irgendwie anders ist. Okay. Okay. Den Kochtopf. Da reingeben. Ah ja, okay. Zwei Kartoffeln. Da oben reingeben. Zwei Kartoffeln. Check. Zwei Karotten. Ich habe zumindest eine. Eins. Karotte. Ah, da vorne. Zwei. Ah, die Zwiebel lag da auch. Okay. Chefkoch Schauja am Start hier. Okay, eine Zwiebel. Aber wo soll ich mich verstecken? Zwiebel kommt sofort. Bitteschön. Ein paar Ohren. Und eine Nase. Ist das irgendwo hier in diesem Zeug drin? Wow. Neue Kopfhörer, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Oh Gott, ey. War das im Spiel oder war das hier irgendwo? Ich muss mal eben gucken, ey. Okay. Alles gut. Ich glaube, es war es die Tür? Ah, es war die Tür. Neue Kopfhörer hier, ne? Ja, ich weiß, ich hatte letztes schon neue, aber es waren ja die alten, die einfach nur 5 Jahre im Schrank lagen. Jetzt habe ich wirklich neue bestellt. Und ey, ich schwöre... Auch das Knatschen und so, das hört sich hier, das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Und dieser Knall hörte sich so an, als hier ist meine Tür, ne? Das hörte sich original so an, als ob es von da gekommen wäre. Wow, ich will keine Werbung machen, ne? Aber wenn ihr wissen wollt, was das für Kopfhörer sind, dann schreibt es einfach in die Comments und ich sag's euch. Es ist anderes Kaliber als, die In-Ears, die ich vorher hatte. So, ich brauche Ohren. Leiht mir eure Ohren. Wo krieg ich denn jetzt... Oh, da hinten ist eine Tür noch. Komm ich da rein? Vielleicht irgendwo in einem anderen Topf? Oder liegt es doch hier irgendwo? Ach, Kühlschrank! Natürlich! Ah, Ohren. Alles klar. Ohren. Ohren. Nase. Und ein Stück Fleisch. Zwei Stücke Fleisch. Ah ja. Da. Ah, so kommen wir weiter. Verstehe. Schicken wir ihn doch in den Keller, nicht wahr? Ich muss mal hier. Oh. Ich
Ich hoffe, es passiert nicht nochmal mit dem Knall. Bin ja schon einiges gewohnt. In so einem billigen Horrorgame würde jetzt hier die Glühbirne platzen. Ah, ich find's ganz nice bisher. Es ist, es kostet, glaube ich, auch nicht so viel auf Steam. Ich habe das irgendwann zwischendurch mal gekauft. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kaufe manchmal einfach Spiele und denke, oh ja, ist cool. Leg mal zur Seite. Irgendwann kannst du sie gebrauchen. Oh, ein neuer Text. Okay, lass mal sehen. Ich opfere diesen Körper, um dich zurückzubringen, Clara. Ich werde dich nicht gehen lassen. Nicht mal, wenn du den Tod wählen würdest. Du wirst zurückkommen und du wirst bei mir bleiben. Jetzt, da Mary tot ist, werde ich die Jahre nicht vorbeiziehen lassen, wenn du nicht bei mir bist. 1929. Okay, krieg ich die... Oh, okay. Wait, was? Was? Warum war es so dunkel da? Und warum macht diese scheiß Lampe kein Licht? Ich komme nicht vorbei, wa? Aber wo soll ich denn hin mit der Lampe? Zurück? Möglicherweise, ne? Die Tür ist ja wieder auf. Hallo? Muss ich jetzt was im... Oh, ich muss sie vielleicht... Halt. Was? Wo soll ich die verstecken? Ich muss die Leiche verstecken. Vielleicht da hinten. Ach, ich muss sie hier auf den Opferdingsbums legen. Oder? Nein, auch nicht. Wie sie glänzt. Muss ich sie in den Topf werfen? Muss ich mit ihr in den Keller gehen? Ja? Was zum Teufel? Oh Gott, ey. Muss ich sie in den Kühlschrank legen? Muss ich sie zerstückeln? Auf den Stuhl setzen. Hier hin. Muss ich mit ihr in den... Ich gehe mit ihr in den Keller. Warum... So, ich hatte wahrscheinlich das Licht, damit ich sie mitnehmen konnte. Ich bringe dir ein Opfer. Ich hoffe, das ist das Richtige hier. Hier, möchtest du sie haben? Noch dunkler hätten sie das Spiel nicht machen können. Okay. Ah. Oh. Aha. Ah. Ach so. Ja, ja. Wir haben den Körper geopfert. Ein Arm. Kann ich damit schlagen? Muss ich zurück? Hä? Okay, das ist definitiv... Wahrscheinlich müssen wir umrühren.
Das Spiel möchte seltsame Dinge von mir. Ah ja, aber wir sind wieder in der Küche. Okay, ja, mal sehen. Was könnten wir mit diesem Arm machen? Für später aufbewahren? Der Arm hing ja irgendwo in der Tür. Was ich mit dem Arm machen soll. Vielleicht doch irgendwas hier. Irgendwie hinlegen. Das muss eine dunkle Ecke sein, sonst hätten wir die Lampe nicht, oder? In den Müll. Hinter den Kühlschrank. Komischerweise liegt der Arm ja gleich da auch wieder. Wir verlieren den quasi vorher. Oder? Nee. Doch, wenn wir hier durchgehen. Jetzt habe ich ihn noch. Hä? Und da liegt er wieder. Ah, wir müssen ihn da reinlegen. Ah, verstehe. Ah, ja, verstehe. Jetzt weitergehen. Und dann kriegen wir den nächsten, oder? Kann das sein? Ah, wir müssen ihn einfach... Ah, ja, okay. Küche und Keller habe ich gekriegt. Öffnet sich jetzt vielleicht eine andere Tür dadurch? Hier ist jetzt so rot. Ist's rot, brauchst du einen Code. 1900. Seven years ago. Vor 7 Jahren haben wir geheiratet. John und ich sind glücklich zusammen gelebt. Aber er hat angefangen, sich seltsam oder anders zu benehmen. Was? Achso, er hat aufgehört, mich zu lieben. Dann hat er sich eine andere zum Lieben gesucht. Schmerzvoll, wie es auch war. Er hat mich niemals gehen lassen. Er hat mich eingeschlossen in dem Zimmer. Was? Kann ich nicht lesen, bitte? Betrayed me. Keine Ahnung. Und hat mich mit menschlichem Fleisch gefüttert. Ich konnte es nicht mehr aushalten, aber hat mich zu Tode gehungert. Vor 7 Jahren. Entweder 1929 oder 1922. Versuchen wir mal 1922. 1922, ja, das Hochzeitsjahr quasi. Babe. Okay. Oh, ein Bein. Okay, nehme ich. Alles klar. Ein Fernseher, der nichts macht.
Hänge nicht so rum. Ich habe ein Popo gesehen. So, next one. Alles klar. Oh, wir brauchen 4 Körperteile, wie es scheint. Ja, gehen wir mal weiter, ne? Dieses Puzzle werden wir zusammenlegen. Also zusammen... zusammenlegen. Ja. Bedroom. Schlafzimmer. Okay. Da kommen wir immer noch nicht durch. Da auch nicht. Hier gibt es keine Info. Oh, schon wieder. Na, alles klar. Okay. Oh. Herein. Kaufe nix. Ja, wo ist mein Körperteil? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Gebt mir doch irgendwas. Oberschenkel. Kopf. Hier. Auch nicht. Soll ich weitergehen? Ja gut, dann mache ich das. Wie die Lampe so hin und her wedelt. Wedel, wedel, wedel. Man fängt. Wie? Kein Achievement. Ich bin enttäuscht. Ah. War hier jetzt auf? Tatsächlich. Was haben wir denn hier? Ein Schreibtisch. Ein Schlüssel. Okay, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Sieht eher wie ein Schmuckkästchen oder so aus. Aber ich kann hier gar nichts sehen. Ah, alles klar. Um ihre Seele zurück aus dem Himmel zu kriegen, musste ich ein Opfer für Gott darbieten. 4 Liter Blut wurden benötigt. Zeichne das Vinkul-Opferzirkel und trinke den Rest des Blutes. Ein frischer Körper muss geschnitten werden und ein Stück von der ausgewählten Seele des Körpers muss überall auf dem Zirkel platziert werden. Das Fleisch muss später gegessen werden, damit du näher an die Seele rantrittst. Alright, Bro, das klingt crazy. Crazy. Gibt's denn hier jetzt noch was zum Collecten? Hier ist Blut oder so, auf jeden Fall. Aber nichts, was wir nehmen können. Ich glaube, wir waren nur für den Schlüssel hier. Wir müssen, glaube ich, noch einen Circle drehen. Um den nächsten Gegenstand zu kriegen. Das nächste Körperteil. Mhm. Oh no! Oh nö. Don't like it. Ah ja. Ein Brief. Okay. Wir haben uns versprochen, zusammen zu bleiben, was auch immer kommt. Selbst wenn als Mary ohne Entschuldigung verschwunden ist, wollte sie es doch. Ich habe sie im Keller eingeschlossen. 9 Tage, aber sie hat mich betrogen. Als sie sich selbst zu Tode gehungert hat. Sie dachte, dass sie geflohen wäre, aber sie ist sie nicht.
Ich werde sicher gehen, dass ihre Seele an mich gebunden wird. Okay. Nö, Mensch, die junge Liebe, ne? Das ist doch richtig schön. Können wir hier raus? Nein, anscheinend nicht. Okay, wir müssen was finden. Da, was ist das? Was ist da? Blut. Sonst noch was? Das liebe ich. Du bist in so einem Mini-Raum und musst das finden, um weiterzukommen. 9 Tage. Vielleicht müssen wir auch einfach eine Weile in diesem Raum bleiben. Ah ja, sehr schön. Ah, was haben wir denn hier? Gut. Huch! Und nö? Okay. Ja. Das Spiel ist ein bisschen sick. Ja, ja. Drawer. Entweder heißt das Zeichner oder Schrank. Zeichner, weil ich das Zirkel gezeichnet habe, oder das heißt... Kennt ihr den Loriot-Sketch, wo er immer Marschmusik hört? Das hat mich gerade daran erinnert. Okay, Babe! Ha! Huh? Fuck! Kriegt jetzt mein Körperteil her? Bestimmt den Kopf. Wir brauchen einen Kopf. Das würde das Ganze. Ha, pass auf! Abrunden! Hey, ihr könnt ja eigentlich mal einen Daumen nach oben da lassen, oder? Und abonnieren. Das wird mir wirklich helfen. Das wird mir jetzt wirklich helfen, hier das letzte Körperteil zu finden. Würde mich wirklich freuen. Vielen Dank. Ah, wir sind wieder im TV-Room. Bitte lass es ein Kopf sein. Da liegt irgendwas. Es ist zu klein. Ich kann es nicht erkennen. Okay, irgendwas muss aber hier sein. Da. Nein. Was? Hier ist nichts. Warum ist da nichts? Habe ich was übersehen? Soll ich noch eine Runde drehen? Ich versuch's mal. Ist ja quasi wie so ein Blindflug, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, wo ist überhaupt die erste Tür? Ach, da. Okay, es ist etwas in diesem Raum. Da ist doch auch irgendwas, aber ich... Brauche ich die Laterne wieder? Laterne. Sonne, Mond und Sterne? Nein, doch. Nein. Kann ich sie nicht wieder... Ich kann nur was drauflegen. Es muss irgendwas in diesem Raum sein. Oh! Ah! Hey! Ah! Pedro!
Und jetzt? Pedro? Warum zitterst du so? Krieg ich meinen Kopf? Was ist denn das da in der Ecke? Ach, der Kleiderständer. Okay, wie komme ich wieder? Warte mal, vielleicht komme ich zurück. Ah! Dankeschön, Pedro. Nett von dir. Das Ritual ist vollendet. Binden wir die Seele an meinen Körper, dass wir auf ewig zusammenbleiben können. Opfer. Hey, du Opfer. Ist das Pedro? Ist der nackig? Pedro, zieh dir was an. Huch. Naked Pedro. Hashtag Naked Pedro. Pedro, pack den Pimmel ein. Und die Geige mit dazu. Komme. Dell! Okay. Wir sind wieder im Ausgangsraum mit der. Mit dem Tisch. Oder was das war. Hey, was? Pedro! Oh. Look at the mirror. What do you see? Look closer. Don't you look like me? You followed every step I did. You've taken every hint I gave. You could have stopped, but you didn't. Now I'm born again inside of you. Ah ja. Implements of Hell. Ich fand's ganz gut, bis auf den Synchronsprecher. War auf jeden Fall ein nettes Spiel für zwischendurch. Ich dachte, es wäre ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr petitisch. Ja gut, es war sehr stark petitisch, aber mir hat's gefallen. Es war ein bisschen krank. Ich mag es, wenn es so ein bisschen krank wird, wobei ich nicht unbedingt das Visuelle brauche, sondern dann sind es eher die Texte, die ein bisschen krank sein dürfen, ne? Dass das mehr so hier oben ein bisschen rattert. Ja, war ein cooles Spiel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten. Ist das jetzt ein kurzer Einteiler? Ich muss mal gucken, ich weiß es nicht. Beim nächsten Horrorgame jedenfalls wieder. Und Silent Hill läuft ja momentan auch noch. Also würde mich freuen, wenn ihr da auch dranbleiben würdet. Aber es gibt immer einen Wechsel, ne? Mit anderen Spielen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.